Captain Unbrauchbar trinkt nicht, wenn er im Dienst ist. Auf der anderen Seite ist er selten wirklich im Dienst. Um ehrlich zu sein, ist er arbeitslos und lebt von der Sozialhilfe. Er wirkt äußerst deprimiert. Vor dem kann man ja richtig Angst bekommen. Das ist so 80er. Lass das bitte. Ich brauche die Dunkelheit, damit mir nicht so auffällt, dass ich nur noch schwarz sehe. Ein kaputter Kickertisch. Jetzt verstehe ich, warum die Irren das hier für eine Bar halten. Hier mixt der Barmann seine Drinks? Das sind keine Spirituosen, das sind Putzmittel. Naja, zumindest ist in den meisten auch Alkohol drin. Was hältst du von dem Neonschild, Harvey? Es ist ein Instrument des Lichts. Wie ich? Was denn? Ich bin auch ein... In diesem Bild gehen Captain Unbrauchbar die Ideen aus. Was hältst du von dem Typen, Harvey? Scheint mir eine besonders trübe Tasche zu sein. Was hältst du von dem Typen, Harvey? Ich frage mich, wo er hinguckt. Davon ausgehend, dass sich der Raum um Masse krümmt, könnte es dann, dass er auf einen Punkt hinter dem Pferdekopfnebel guckt. Und dem Blick nach zu urteilen, hat jemand das besagte Pferd grün angemalt. Wollen wir kickern, Harvey? Okay. Kickern, nicht kichern. Ach so. Auch nicht kickern. Kickern. Hä? Los, Harvey! Fass! Na, du... Ich bin Edna. Wer bist du? Hi, Edna. Ich heiße Peter. Im Ernst? Wer nennt sein Kind denn Peter? Wie alt bist du denn, sag mal? So heißt doch heute niemand mehr. Mann. Ein selten hässlicher Name. Mit so einem Namen würde ich mich umbringen. Ich meine, so schlimm ist es auch wieder nicht. Der Name ist zwar hässlich, aber zu dir passt er irgendwie. Geht es dir nicht gut? Nicht gut ist gar kein Ausdruck. Heute ist mein Geburtstag. Wieder ein Jahr mehr auf dem Tacho. Was soll's? Schlimmer wird mein Leben dadurch auch nicht mehr. Du bist manisch-depressiv, stimmt's? Der Doc nennt das so, ja. Und wie nennst du das? Ich nenne das Peter. Ich könnte dich ja etwas aufmuntern. Versuch's ruhig. Schlimmer als jetzt kann's wohl kaum noch kommen. Es ist ein schöner Tag und die Sonne scheint. Naja, okay, das nutzt dir hier drinnen gerade nicht viel. Immerhin bist du hier drinnen eingesperrt. Und die ganzen tollen Sachen, die man draußen machen kann, bleiben dir verwehrt. Aber vielleicht hilft es ja, dir klarzumachen, dass alle anderen Spaß haben. Weil sie im Gegensatz zu dir alles machen können, wozu sie Lust haben. Und seien wir mal ehrlich, die sind wahrscheinlich sogar froh, dass du nicht dabei bist. Du bist ja nicht gerade eine Stimmungskanone. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Immerhin bist du noch am Leben. In deinem Alter ist das nicht mehr selbstverständlich, weißt du? Du kommst jetzt in die Jahre, da geht es nun mal nur noch bergab. Die guten Zeiten kommen nicht wieder. Und was du bis jetzt nicht geschafft hast, kannst du getrost vergessen. Der Zug ist abgefahren, Peter. Von jetzt an wird es immer nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Jetzt habe ich den Faden verloren. Du wolltest mich... Ach ja, genau.
Immerhin bist du gesund. Noch. Der Verfall schreitet doch unaufhaltsam voran. Da kann man schon mal dankbar sein, wenn die Maschine noch einigermaßen tickt. Denn das ist der Körper ja letztlich nichts anderes als eine Maschine. Und irgendwann landet jede Maschine auf dem Schrott. Vorher kommt natürlich die lange Phase, wo man noch versucht, etwas zu retten. Hier mal nachbessern, da mal ein Ersatzteil austauschen. Aber unvermeidlich ist es doch. Besser gar nicht erst versuchen. So eine Maschine ist halt nicht dazu bestimmt, ewig zu funktionieren. Und man muss auch den Punkt erkennen, wo sie nur noch allen zur Last fällt. Du wolltest... Ach ja, genau. Kommt ein Mann zum Arzt. Also, der Mann ist etwa in deinem Alter, also alt. Sagt der Arzt, Peter, du machst es nicht mehr lange. Das war doch nicht etwa schon der ganze Witz. Wieso Witz? Ich wollte dich nur schon darauf vorbereiten, was bald auf dich zukommt. Das ist aber nicht gerade aufmunternd. Oh, ach ja. Im kosmischen Zusammenhang betrachtet sind deine Probleme vollkommen irrelevant. Genauer gesagt, im kosmischen Zusammenhang betrachtet bist du irrelevant. Ich meine, wem nutzt es schon, dass du existierst? Und wen kratzt es, wenn es dich mal nicht mehr gibt? Hast du je irgendetwas getan, das bleibende Spuren hinterlassen wird? Was ist überhaupt von Dauer? Nichts. Sogar die Pyramiden werden irgendwann zusammenfallen. Am Ende ist alles Asche. Und alles, wofür du dich jemals angestrengt hast, puff, einfach nur warme Luft. Was ich damit sagen will, Du wolltest mich... Ach ja. Ich geb's auf. Du bist einfach ein zu harter Knochen. Danke für deine Hilfe. Nicht der Rede wert. Kennst du zufällig einen Weg hier raus? Es gibt keinen Ausweg. Nicht aus diesem Haus. Nicht aus dieser Haut. Nicht aus diesem Leben. Petra feiert auf der Toilette eine Überraschungsfeier für dich. Ich weiß. Willst du nicht hingehen? Ich glaube, sie hat sich große Mühe gegeben. Keine 10 Pferde bringen mich dahin. Was glaubst du, warum ich mich hier versteckt halte? Diese Petra mit ihrer übertrieben guten Laune ist lästiger als ein Sack Filzläuse. Filzläuse halten wenigstens die Klappe. Ich lass dich wohl lieber allein in deinem Elend. Tja, warum sollte man einem wie mir auch Gesellschaft leisten? Tja, da bin ich überfragt. Ich hab da was für dich. Das bringt dich gleich wieder auf die Beine. Bezweifle ich. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Einen Grog bitte. Den servieren wir hier nicht mehr. Was ist passiert? Lustige Geschichte. So ein Typ hatte herausgefunden, dass sich das Zeug durch Metall fraß. Er hat es benutzt, um das Schloss am Gitter vorne zu zerschmelzen. Das klingt nach einem verwegenen Abenteurer. Ja, netter Kerl eigentlich. Hatte natürlich eine Vollmeise, wie alle hier. Wollte Pirat werden oder so. Schade um ihn. Wieso? Ist er nicht entkommen? Leider nein. Dr. Marcel brach ihm beide Schienbeine. Dann hat er in eine Zelle gesperrt, bis er dort elendig verhungert ist. Oh. Barmann, einen Drink. Aber ne. Einen Kaffee bitte. Steht nicht auf der Karte. Barmann, ein. Aber natürlich. Ein Glas Wasser bitte. Steht nicht. Barmann. Aber ne. Einen Biggidi-Baggidi-Bu bitte. Steht nicht auf der Karte. Barmann. Aber ne. Einmal die Komplettlösung, bitte. Ja, die hättest du wohl gerne. Hm. Steht aber nicht auf der Karte. Oh Mann, der Barmann hat die schlimmste Sauklaue seit Bruce Lee. Bruce Lee hatte die Tigerkralle, Edna. Kein Wunder, dass er nicht leserlich schreiben konnte. Oh Mann, Bruce, kein Barmann. Aber
einen Stinktrink, bitte. Ein Stinktrink kommt sofort. Wie nett, sogar mit Strohhalm. Nur, es riecht hier so komisch. Ist jemand gestorben? Diese Fliege ist bereits auf der anderen Seite. Sieh nur, Harvey. Da hat jemand Vorsicht Frank auf den Becher geschrieben. In Spiegelschrift. Das hier ist wirklich ein Irrenhaus. Die qualifizierte Bemerkung eines sprechenden Stoffhasen. Hier! Nicht gerade ein lauschiges Plätzchen. Das soll ein Aschenbecher sein? Sieht eher wie ein Bauchwegtrainer für Würgeschlangen aus. Ui, der Geruch von kalten Kippen. Hast du etwa wieder mit dem Rauchen angefangen, Harvey? Nein, ich habe nur mit dem Lügen aufgehört. Captain Unbrauchbar hat die Fähigkeit, dreimal täglich mit dem Rauchen aufzuhören. Da kommen die Münzen rein. Kaffee. Hier, ich hab dir einen Kaffee gebracht. Sehr aufmerksam. Ohrenschmalz, wachsig und bernsteinfarben. Goldbraun gereift, wie Bernstein. Ich muss verrückt sein. Geht es dir gut? Edna, sag doch was. Die Rothäute haben das Fort umzingelt, Colonel. Oh, Gott sei Dank, alles wieder wie vorher. Wie war der Drink? Ja, durchwachsen. Immerhin hast du ihn ganz leer getrunken. Ja, ich musste ihn vernichten. So etwas Diabolisches wie dieser Stinkdrink sollte nicht auf Erden wandeln. Außerdem habe ich ihn nicht ganz leer getrunken. Die Fliege habe ich übrig gelassen. Harvey trägt weder Krawatte noch Fliege. Lass uns auf die Freiheit anstoßen, Harvey. Yippie! Anstoßen gehört zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Gleich nach Anecken und Aufstoßen. Ich könnte die Fliege in den Ohrenschmalz drücken. Klingt sinnvoll in meinen Ohren. Dann lass es uns tun. Es sieht ein wenig aus wie eine Mücke, die in Baumharz eingeschlossen ist. In diesem Bild gehen Captain Unbrauchbar.